Okay, eben kurz orientieren. Wo müssen wir weiter? Da vorne in die Tür rein, irgendwie da um die Ecke. Hier sind aber so viele Soldaten, dass wir da einfach nicht so ohne weiteres durchkommen. Also. Irgendwo da vorne durch. Wir laufen einfach mal so ein bisschen durch die Mitte. Und dann klappt das auch. Zack. Die haben uns auch? Echt? Okay, besiege imperiale Fabrikarbeiter 6 von 8. Warum ist sie hier noch? Galen, was ist euch zugestoßen? Dieser Schmerz, wenn ich mich widersetze, er gewinnt immer. Ich beende seine Kontrolle über euch. Versprochen. Zu spät. Er ist hier. Nichts ist ärgerlicher als ein Jedi, der nicht sterben will. Eure ständigen Störungen müssen ein Ende finden. Euer einstiger Verbündeter wird zu eurem Henker. Die Stärke des neuen Agent Galen wird nur noch durch seinen Gehorsam übertroffen. Tretet selbst gegen mich an, oder habt ihr Angst, dass ihr wie Tarnis enden werdet? Tarnis war ein Kind, so wie ihr, unter meiner Würde. Galen, vernichte meinen Feind. Nein, eher sterbe ich. Kontrollfaktor 6 initiiert. Neuralkontrolle hergestellt. Starte Eliminierungsprotokoll. Ziel Jedi. Ich habe euch gewarnt. Er gewinnt immer. Ich werde euch befreien. Verratet mir, wie ich euch von der Kontrolle durch den Sith befreien kann. Die Maschinen lassen sich nicht mehr entfernen, ohne mich dabei zu töten. Der Sith, Lord Sadich, hat die Kontrolle über die Mark 3 Superwachen der Republik übernommen. Kybernetisch verbesserte Soldaten mit fortschrittlichen Waffen. Sadich will noch hunderte davon bauen. Alle unter seiner Kontrolle. Eine Armee zur Eroberung von Nar Shaddaa. Der Sith könnte Tausende oder gar Millionen dieser Superwachen bauen. Sadich baut seine Armee in der Schattenstadt, einem Sektor unter imperialer Kontrolle. Dort findet ihr die widerlichsten Typen auf ganz Nar Shaddaa. Und das will was heißen.
gebe euch die Koordinaten. Die Neuralkontrolle wurde reaktiviert. Ihr könnt nichts für mich tun. Tötet mich! Ist das auch wirklich der einzige Weg? Ich kann und will so nicht leben. Ich bin nicht einmal mehr ein Mensch. Haltet durch, Galen. Wir müssen Sadic gemeinsam bekämpfen. Wir sind die Einzigen, die ihn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen können. Seid ihr dabei? Ich weiß nicht, wie lange ich mich seinen Befehlen widersetzen kann. Aber ich werde es versuchen. Es ist besser, wenn wir nicht gemeinsam reisen. Nur zur Sicherheit. Wir treffen uns in Sadics Basis in der Schattenstadt. Beeilt euch. Uns bleibt nicht viel Zeit. Okay, mal gucken, was wir machen können. Vielleicht kann er so lange noch die Kontrolle behalten über sich selbst. Und es ist eine große Hilfe. Wir werden es sehen. So, erstmal raus hier. Und dann gucken wir nach, wo wir überhaupt hin müssen. So, wir müssen wieder reisen hier. Seht ihr das? Erstmal eben schon mal wieder verkaufen, reparieren. Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Mal sehen, wo wir jetzt hin müssen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Okidoki, machen wir das. Ich glaube, wir sind da. Ja. Die Schattenstadt. Ach, du ahnst es nicht. Seht ihr das? Wir müssen komplett durch. Das ist ja Hammer. SED-Basis müsste es eigentlich ein Dings geben. Nee, können wir noch nicht. Okay. Nee, das ist jetzt hier, die machen wir nicht. Die Planetenquest. Aber hier haben wir noch eine Quest. Die nehmen wir mit hier. Quando vu zed nebzepsi un quadzo luzutu otsulu metau. Rugel afna mul konfu eses quenu unsu sposu. Jonu luganda la mudu odada justakun. Sklavenhändler auszuspionieren ist gefährlich. Ras jonatofu. Zakazag urgelu qualcuncas urtumul nulla uma. Uvata male subuzu vuzu gemur dul lunu. Ich werde tun, was ich kann. Onjornanon. Uju nun sab tutub guzu aga nuesca numska bala. Musu tueg non gushele segru u jurepensu sensta. Okay. Wir sollen einen Bericht finden. Sprich mit Kessler. Warum können wir nicht gleich befreien? Verstehe ich wieder nicht. Oh, okay. Vielleicht möchte sie halt eben selber befreien. So, wir müssen einfach hier. Das ist ja gleich um die Ecke. Das ist ja einfach.
Irgendwo hier. Da ist er doch. Upsalalala. Seid ihr Kessler? Chaskruni do pat kurira do kanki kung. O grani tampio da pushi wompa. Putula musta. Chonki faguta. Chiho poda gi otto vokise. Alles meinte, ihr hättet sie sicher irgendwo hinterlegt. Chikos pa ini guda iji gliska chanagawa. Piti do tenya go kaka jojo. Da biska ku paliya. Umpa hupa. Chikilia umpasa do biska. Okay. Wir müssen den Stick wieder zurückholen. Der halt irgendwo, ja, versteckt ist, was auch immer. Ich guck mal eben auf der Map. Und zwar eigentlich gleich direkt vor uns hier. Ich vermute mal, wir müssen den von irgendwelchen Silberlingen holen. Und, hast du das Ding? Ich würde sagen, nein. Oh, wir haben noch einen da rumstehen. Vielleicht dieser Sicherheitswärter, dass der das vielleicht ist. Muss ja mal probieren, nicht? Und? Ha! Ich hab jetzt echt... Warte. Ich guck nochmal nach, Leute. Also, hol den modifizierten Kritstick zurück. Steht da nicht. Hier steht nur, ich soll den Stick zurückholen. Irgendwo hier. Und das ist normalerweise, wenn man irgendwelche Gegner umhaut, dass die einen dann den Stick geben. Da ist noch ein Sicherheitsanwärter. Geht doch! Da haben wir das Ding jetzt hier. Ich habe euren Cred-Stick wieder. Kuchusa yomata chitoya, asubi mota uipa. Umpa hupa, chikilia umpasa dobiska. Taus azulas uvaltung mi chakulka dimaji. Okay, zu ihr kämen wir jetzt nicht zurück. Wir machen erstmal unsere Aufgabe weiter. Echt jetzt? Oh, Jungs. Aber danke für eure Credits. Okay, wir müssen jetzt da weiter. Seht ihr das? Entweder gehen wir hier hoch oder da hoch. Ich würde sagen, wir gehen da hoch, da lang. Ups. Gibt es überhaupt einen Weg nach oben? Ah ja, gibt es. Sieht zumindest danach aus. Okay.
Bereich der gewalttätigen Insassen. Eieiei, Hochsicherheitsgefängnis oder was? Wird in meinem im Schauen. Ich hoffe, sie verreiten jetzt hier. Wir müssen nämlich da lang. Ach, die Stelle kenne ich. Da muss ich durch. Ja, genau. Mal gucken, ob wir da so durchkommen. Bis jetzt klappt es ja. Vorzüglich. Okay, hier sind wir schon mal. Wir müssen geradeaus. Ich habe es mir fast gedacht. Sehr schön. Jetzt schlängeln wir uns da ein bisschen durch. Da sind Superwachen. Wir nehmen aber den vorderen. Hallöchen. Kommt mal her zu mir. Manche super sind die Wachen nicht, aber okay. Weiter geht's. Was haben wir denn hier Schönes? Lord Sadik. Ihr seid wirklich stark, dass ihr bis hierher gekommen seid. Aber nicht stark genug. Ich bin jetzt mehr als nur ein Sith. Viel mehr. Er ist groß, das muss ich ihm lassen. Bemerkenswerte Technologie, so vielseitig. Ich habe gerade 17 verschiedene Wege errechnet, um euer Leben zu beenden. Rechnet so viel ihr wollt, Sith. Die Macht ist mit mir. Die Macht? Mehr nicht? Zu schade, dass ihr nie verstehen werdet, wie sich wahre Stärke anfühlt. Vielleicht füge ich euch später doch meine Armee hinzu. Darth Angral würde es sicher gefallen. Nein, wir werden euch zuerst töten. Agent Galen, noch immer funktionstüchtig. Das ändere ich schnell. Kontrollfaktor 10 initiiert. Gehorch mir, oder ich zerreiße deinen Verstand. Ihr habt die Kontrolle, Galen, nicht er. Er hat keine Macht über euch. Ich habe alle Macht. Ich bin allmächtig. Nicht mehr. Nie wieder. Ich helfe euch, Jedi. Bringen wir es zu Ende. Ich wusste es. Dann noch nicht mal was für mich hier. Boah, hier, oder was? Voller Geizhals. Geschafft. Guck mal, wer da kommt. Tut nicht so überrascht. Leuten zu folgen ist unser Job. Agent Diaz hat im Hauptquartier einen Peilsender an eurem Rücken angebracht. Reine Routinemaßnahme. Keine böse Absicht. Ich wollte früher hier eintreffen, aber es ist ganz schön kompliziert, ohne ein Lichtschwert in imperiales Gebiet vorzudringen. Ich bin froh, dass ich diese Basis nicht alleine halten muss. Wir werden nicht lange bleiben. Das sind die Schwarzen Sterne, eine Spezialeinheit. General Vasatra hat einen Gefallen von General Garza eingefordert und sie hierher beordert. Wir vernichten diese Einrichtung und stellen sicher, dass hiervon nichts mehr verwertet werden kann. Gut.
Ich bleibe hier und sterbe mit diesem Ort. Galen, ihr habt euch verändert. Ich bin gefährlich. Ich muss vernichtet werden. Im Inneren seid ihr noch derselbe Mann, der ihr immer wart. Ein Held. Der SID kümmert sich um seine Männer, Galen. Wir werden euch helfen. Bringt mich einfach hier raus. Lieutenant, bereitet den Mann zur Evakuierung vor. Ich habe die Superwachendateien gefunden und auch die Aufzeichnungen darüber, wie sie kontrolliert wurden. Eure Befehle? Diese Technologie ist zu grausam, darf nicht existieren. Löscht sämtliche Daten. Das sehe ich anders, aber ich bin froh, wenn es vorüber ist. Fahrt fort, Agent Diaz. Ihr solltet General Vasatra Bericht erstatten. Wir folgen euch in Kürze. Wir müssen nur noch die Brandsätze platzieren. Die Zusammenarbeit mit euch war höchst interessant. Viel Glück. So, benutzt das Holoterminal deines Schiffes. Ah, dann sind wir hier fertig. Aber wir werden noch die Quest abgeben, auf jeden Fall. Warte mal, da müssen wir das SID-Gebäude, SID-Basis. Jetzt können wir nämlich so hinspringen. Das war jetzt aber schnell mit Ascha da, finde ich. Ich habe Kesslers Bericht. Na, siehste. Ja, dann müssen wir leider schon Abschied nehmen von Ascha da. Schade aber auch. Oh, falsche Richtung. Wir sind mit knapper Not an einer Katastrophe vorbeigeschlittert, General. Aber es hat uns viele gute Leute gekostet. Zivilkan und seine Agenten, das ist ein furchtbarer Verlust. Und Galen, naja, wenigstens lebt er noch. Ich habe gerade von Spezialagent Thunder gehört, dass sein Team am Sith-Stützpunkt alle Spuren des Vorfalls beseitigt hat. Danke, dass ihr die Superwachen-Dateien zerstört habt. Dieses Projekt zu genehmigen, war der größte Fehler in meiner Laufbahn. Es hat keinen Zweck, über die Vergangenheit zu grübeln. Konzentriert euch auf die Gegenwart. Im Moment macht mir eher die Zukunft Sorgen. Die Stellung der Republik auf Nar Shaddai ist ziemlich wackelig. Es ist wohl für alle am besten, wenn diese Operation geheim bleibt. Ich versiegele alle Unterlagen darüber, was hier passiert ist. Außer euch, mir und dem SID kennt niemand die ganze Geschichte. Keine Angst, ich hatte nicht vor, es dem Hohen Rat der Jedi zu unterbreiten. Es ist einfach besser so, danke. Ich weiß, dass ihr sicher erschöpft seid, aber der Feind hat noch nicht aufgegeben. Und auch wir müssen durchhalten. Es hat sich gerade ein großer taktischer Vorteil ergeben, aber ihr müsst rasch handeln. Admiral Hacklin, einer von Darth Angrals engsten Vertrauten, hat uns um Asyl gebeten. Er möchte zu uns überlaufen. Hacklin war bei Angral, als ich auf Ort Mantell verhört wurde. Sie schienen befreundet zu sein. Was hat sich seither geändert? Ich weiß nicht genau, aber der Admiral ist auf der Flucht. Es gibt unbestätigte Berichte, dass das Imperium ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat. Wir sollten ihm helfen. Wer es schafft, dass das Imperium ein Kopfgeld auf ihn aussetzt, kann gar nicht so schlimm sein. So weit würde ich nicht gehen, aber seine taktischen Kenntnisse könnten äußerst wertvoll für uns sein. Kira scheint den Admiral auf Ort Mantell schwer beeindruckt zu haben. Er sagte, er würde sich nur ihr ergeben. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Es bleibt keine Zeit zum Verhandeln. Admiral Hacklin erwartet euch beide und sonst niemanden. Ich habe ihm gesagt, er soll in einer alten Asteroiden-Minenstation auf euch warten. Ich lade gerade die Koordinaten hoch. Wir bringen den Admiral schon in Sicherheit. Nehmt euch da draußen in Acht. So, was haben wir denn hier? Ist eigentlich vollkommen egal, was wir nehmen, weil... Was wir haben, ist besser.
Bam. Und Stufe 33, sehr fein. Ungewöhnlicher Ort, aber ich beende jetzt mal hier die Aufnahme. War schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, dass ihr morgen auch wieder dabei seid, wenn es hier weitergeht mit den Jedi-Ritter. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen. Je nachdem, wie man hier schaut. Über den Daumen hoch würde ich mich auch mal freuen. Und wie gesagt, schön, wenn ihr morgen wieder dabei seid, wenn es hier weitergeht. Bis dahin, euer Rode, auf Wiedersehen. Ciao.